Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на канал Most Russian. Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Most Russian. Ihr könnt ihn gerne abonnieren. Das heutige Thema sind Verben der Bewegung. Russland ist ein Land der Bewegung. Nichts ist starr. Viele Menschen legen täglich Kilometer, Stunden zurück, um in die Arbeit zu fahren, in die Schule, zur Ausbildungsstätte. Für uns Mitteleuropäer ist das eher ungewöhnlich. Und dieses Lebensgefühl der Bewegung drückt sich auch aus in der Grammatik, in der Sprache. Als Mitteleuropäer, als Ausländer kann man sich leicht verlieren, wenn man nicht ein paar Regeln kennt. Und ich möchte euch diese Regeln vorstellen. Es sind insgesamt 7 Regeln für Verben der Bewegung ohne Präfix, also ohne Vorsilben. Wir werden heute die Verben der Bewegung behandeln. Und konkret 2 Verben, die einfachsten, gehen und fahren. Glagoli Dvizhenia, Verben der Bewegung. Es gibt immer bei jedem Verb 2 Formen. Eine gerichtete und eine ungerichtete Form. Gerichtet, wie der Name sagt, bedeutet in eine Richtung, bestimmte Richtung. Und ungerichtet bedeutet hin und her, im Kreis gehen, herumgehen, herumfahren. Also zuerst die gerichteten Formen. Iti, Idu, idiosh, idiot, idiom, idiote, idut. Und jechert. Jechert, jedu, jedisch, jedet, jedem, jedetje, jedut. Vorsicht, nicht jediat. Jediat heißt essen, sie essen. Also jedut. Dann die ungerichtete Form. Chadit, chaju, chodisch, chodit, chodim, chodetje, chodiat. Und die ungerichtete Form von fahren. Jezdit, jezhu, jezdisch, jezdit, jezdim, jezdite, jezdiat. Schieben wir mal diese Formen beiseite. Die erste Regel, wir kennen sie schon aus einem vorigen Video. Sie bezeichnet die Fähigkeit. Malchik uje chodit. Wir können es beobachten, der Bub kann schon gehen. Er ist fähig zu gehen. Es wird keine Bestimmtheit gefordert, also die unbestimmte Form on uje chodit. Die zweite Regel bezieht sich auf die Regelmäßigkeit. Pasredam ja chaju v basen. Mittwochs gehe ich ins Schwimmbad. Oder Chashe vsevo moi chodim peshkom v shkolu. Meistens gehen wir zu Fuß in die Schule. Ganz einfach ist diese zweite Regel zu erkennen, wenn man die Signalwörter beachtet. Chashe vsevo, inakda, riedka, chasta, pasredan, povtornikam, povoskresenjam, mittwochs, dienstags, sonntags. Und dann gibt es noch eine Form der Regelmäßigkeit, die man im Deutschen ganz anders übersetzen würde. Und zwar on chodit v gymnasio. Er besucht das Gymnasium. Man könnte auch auf Russisch sagen, on uchitsa v gymnasie. Das ist also die zweite Regel. Kommen wir zur dritten Regel. Diese dritte Regel bezieht sich auf die Vergangenheit. Wieder ungerichtet. Und zwar geht es darum, auszudrücken, wo man war. Zum Beispiel, wir waren im Sommer auf der Krim. Letom muy ezdili v Krim. Wir fuhren auf die Krim, sagen die Russen wörtlich. Aber eigentlich wollte man damit sagen, wir waren auf der Krim. Dasselbe wäre so formuliert, Letom muy byli v Krimu. Ранше они зимой ездили кататься на лыжах. Früher waren sie im Winter Skifahren. Also das Skifahren als Ortsangabe ist natürlich in einer schneereichen Gegend. Ani jezdili kataться на лыжах. Oder вчера мы ходили в театр. Gestern waren wir im Theater. Nun zur vierten Regel. Die vierte Regel ist leicht erkennbar an dem Schlüsselwort любит oder dem Schlüsselwort не нравится oder я предпочитаю. Я люблю ездить на машине. Eine ungerichtete Verbform. Anna prechpachitayet chadit pishkom. Sie bevorzugt, zu Fuß zu gehen. Oder Nin ravitsa chadit v shkolu.
Die fünfte Regel versetzt uns in den russischen Winter. Sie bezieht sich auf Redewendungen. Es schneit, zum Beispiel. Сейчас идет снег. Wir sehen diese Aufnahme vom heurigen Winter. В Краснодаре часто идет дождь. In Krasnodar regnet es oft. Какой фильм сейчас идет в кинотеатре? Welcher Film läuft gerade im Kino? Время идет быстро, sagt man, wenn etwas Interessantes passiert ist und die Zeit schnell vergeht. Как долго идет письмо в Канаду? Diese Frage kann man sich gerade stellen in Zeiten, wenn die Post nicht regelmäßig arbeitet, wie in den Lockdowns. Wie lange braucht der Brief nach Kanada? Діти йдуть спати рано. Die Kinder gehen früh schlafen. Diese selben Redewendungen kann man natürlich auch in der Vergangenheit sagen. Вчера шел дождь. Какой фильм шел на прошлой неделе? Время шло быстро. Письмо шло три дня. Мой каждый день шли спать в 10 часов. Und jetzt zur sechsten Regel. Hier nehmen wir uns den Winter wieder als Anlassfall. Когда шел снег, машины ехали медленно. Hier wird gefragt, unter welchen Umständen шел снег. Als es schneite, fuhren die Autos langsam. Egal, in welche Richtung sie gefahren sind. Hier ist die gerichtete Form des Verbs gefragt. Когда я шел, я говорил по телефону. Als ich gegangen bin, habe ich telefoniert. Wieder ein Umstand, ein Begleitumstand, der beschrieben wird. Я ехал два часа. Ich bin 2 Stunden gefahren. Мы ехали и пели песни. Wir sind gefahren und haben Lieder gesungen. Das war übrigens bei einer Reise, die ich vor kurzem mit Schülern nach Rom gemacht habe. Wir haben uns in der Nacht getroffen im Zug und haben, weil schon Nachtruhe war, geflüstert, russische Lieder gesungen. Мы ехали и пели песни и веселились. Und jetzt ein Beispiel aus unserem Schulhof. Мы шли и пели песню. Wir sind gegangen und haben ein Lied gesungen. Für Вівцакс. Unterscheide. В прошлі вихідні я їздив в Грац. Но в этот раз я ехал очень долго, потому что был ремонт дороги. In den letzten freien Tagen war ich in Graz, bin ich nach Graz gefahren. Hier ist die Frage Ort. Welcher Ort wurde gewählt? Die Ortsangabe. Und beim zweiten Satz geht es darum, unter welchen Umständen. Ich bin sehr lang gefahren, weil es eine Baustelle gegeben hat. Und nun die siebte Regel. Sie bezieht sich wieder auf die gerichtete Verbform. Und zwar geht es hier um die Frage der Einmaligkeit. Die Signalwörter, die explizit oder implizit, also ausdrücklich oder verborgen, eine Rolle spielen, sind zum Beispiel сейчас, сегодня, завтра, через 2 часа, вечером, в субботу. Also konkrete Momente. Ja, иду в магазин. Ja, сейчас иду в магазин. Man könnte es im Englischen übersetzen mit I'm going. Сегодня вечером мы идем в театр. Субботу мы едем в Сочи. Уже поздно, мне пора идти домой. Ich muss schon nach Hause gehen, es ist schon spät. Das ist jetzt gemeint, jetzt diesen Abend. Могу ли я идти пешком на концерт? Kann ich zu Fuß zum Konzert gehen? Auch eine einmalige Handlung. Wieder etwas komplizierter für Вівцакс. Сейчас мне надо ехать на почту.
Обычно секретар ездит на почту. Ihr seht, jechert gerichtet, ездит nicht gerichtet. Jechert bedeutet jetzt, сейчас. Und normalerweise, also regelmäßig, fährt der Sekretär oder die Sekretärin zur Post. Jetzt muss ich zur Post gehen. Когда я шел домой, позвонила мама. Als ich nach Hause ging, rief meine Mutter an. Auch in eine Richtung, when I was going home, könnte man auf Englisch übersetzen. Das ist also eine Hilfe, dieses I am going, I was going. Eine zielgerichtete, einmalige Handlung. Und nun zum Schluss noch zwei Sonderfälle. Und zwar mit der Form wir müssen. Нам надо туда ехать на метро. Das ist natürlich auch zielgerichtet, einmalig. Wir müssen dort hin mit der Metro fahren, zum Beispiel zum Kino am Abend. Wenn aber hier часто, das Signal war часто oder иногда oder редко oder много раз verwendet wird, ändert sich natürlich die Form und es braucht wieder ein ungerichtetes Verb. В детстве нам нужно было в школу ходить пешком. Zweimal wir müssen, aber einmal gerichtet, einmalig und das andere Mal regelmäßig. Nun als Zusammenfassung. Wir haben also ungerichtete und gerichtete Verbformen. Ходить ездит, идти und ехать. Und die sieben Regeln. Bei der ungerichteten Verbform, es kommt auf die Fähigkeit an, er kann schon etwas tun. Auf die Verbform любит, нравится, предпочитает, verlangen auch ungerichtete Form. Dann die Regelmäßigkeit einer Handlung und eine Ortsangabe in der Vergangenheit, wir waren dort. Die gerichtete Form, man könnte hier drei Regeln herausfiltern, Redewendungen, zum Beispiel es regnete, die Zeit verlief schnell, Umstände, also es beschreibt eine Handlung, eine Tätigkeit, dieses Gehen, was ist dabei passiert. Und eine einmalige Handlung, was wir heute tun, oder I am going, I was going. Ich hoffe, das hilft. Ich werde auch ein Grammatikvideo dazu erstellen. До свидания, всего доброго!